mehr. Kann man sagen, dass wir einen General Manager? Ja. Setzt du Matches fest? Ach so, mit der anderen auch, das ist nicht ordentlich läuft. Das hier ist mein Assistent, Sebastian. Es sind jetzt insgesamt 3 Jahre vergangen, in denen die MBA und das AGN, das Abteilung von Universitäten jetzt in Lübeck, sich gegenseitig die Grenz abschätzig gemacht haben. In diesem Sommer haben sich beide Organisationen zur neuen MBA zusammengefunden, um Lübeck das bestmögliche Wrestling-Produkt zu bieten. Das ist hier mega. Und damit beginnen wir hier heute bei Chaos Theory Live. Wir sind natürlich gespannt, zum Beispiel die erste Show in Lübeck sein, bei der es 3 Titelmatches gibt. Werden die Lübecker Pokalmoderatoren Schuhnett, Gerhard Markus Nett und der Alex ihre MBA per Titel verteidigen. Dann wird es als zweites ein Match um den Limit-X-Titel geben. Das ist ein Titel, den wir auch von der AWU übernommen haben. Dort treten 4 Leute gleichzeitig im Ring an und nacheinander schaltet immer ein weiterer aus. Wer der als letzter im Ring steht, der ist der neue Champion. Im Ring und Hauptkampf des Amts werden wir feststellen, wer der einzig wahre Champion hier ist. Es gibt 2 Leute, die dann noch Anspruch erheben. Das ist einmal der amtierende AWM-Champion Rob Cage aus England. Und, ich habe den Namen schon gehört, aus Lübeck der NBA-Champion Tim Rutzler. Des Weiteren wird heute Abend ebenfalls entschieden, wer bei der nächsten Show im Januar gegen den Champion antritt. Es gibt 2 Champions, es gibt 2 gemeinsame Auswahl. Bei der AWM ist das der Mike Cooper, MC Logan. Und bei der NBA ist das von Ray, Ivan Pierre. Ist kurz vor Showbeginn ein ehemaliger NBA-Champion zu mir gekommen und hat umgebeten, ein paar Worte an euch richten zu dürfen. Wir kommen natürlich gerne nach. Und deshalb bin ich jetzt zu mir in den Weg aus Hamburg in Niederlanden, mega normal. In der NBA los war und tja,
Ich habe mich damit gerechnet, auch mal hier zu stehen und ich bedanke mich bei der sportlichen Leitung, dass die alles dafür getan haben, dass wir doch wieder geschoben haben. Und ich freue mich halt immer wieder hierher zu kommen und freue mich mein Bestes zu tun. Ja, und da wurde dann mein Gegner so ein Buch, ich weiß es noch nicht, ich bin einfach mal hierher gekommen und bin ein bisschen stark. Das Café war das Restaurant Bar Joe.
macht das mal nicht, dass ihr die Arme so fertig seid. Mit eurem Einflussland habt ihr dort kein Eintritt. Wo ihr das Falsche genau findet, könnt ihr auf den Flyern sehen, die auf euren Schulen machen. Dann auch nicht zu vergessen, Döner-Ami. Jedenfalls möchte ich noch anmerken, das war Elbmagazin, die Deutschlandkrempe von Schwartau, die Pizza-Werkstatt Mundfein und zu guter Letzt die Lübecker Band Rebendaria. Mit den Wrestlern Fotos machen und Autogramme bekommen. Ebenfalls noch, möchte ich noch erwähnen, dass heute Abend angesehen die Lübecker Nachrichten und von der Internetseite wrestlingfieber.de, wrestlingfieber.de ist auch jemand hier. Den auch noch mal kleiner Applaus. Ein großer Applaus für Nick gebt uns die Möglichkeit, das wieder richtig in Ordnung zu ziehen und danke an euch, dass ihr uns die Möglichkeit gebt. Ihr habt alles zusammengegriffen, die Vorbereitung auf eine Erwerbung. Ihr, falls sein, falls sein, wieder. Und der Pierung, der Team, die Staff-Leute, die Helfer, den ich eben dachte, zusammenhalten, dann steht sie, ihr, mit uns sie, von den Hügeln in der Richtigkeit des Wrestling einzuhalten. Seid ihr dabei? Wie wir vergessen haben, sind unsere Reds aus der Stadt Berliner Schild, Madison und Marlon. Und wir gehen gleich mit einem Kracher mit dem NBA Tag Team Championship. Und ich muss jetzt zum Video herausfordern, oder? Das weiß ich noch. So, einer aus Lübeck, einer aus Bremen, zusammen mit 35 Kilo Mann. Hier sind die Maschinen, King Boy Phoenix, The Devil's Running!
the Turkey Champions aus Mandu in Lübeck. Wir haben gesagt, für dich von 200 Kilogramm. Dass Männer natürlich für die NBA in den Ring gestiegen sind. 3 Jahre Krieg zwischen der HBM und der NBA. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Denn wir sind heute hier und lassen das Haus bringen. Mit euch, mit eurer Unterstützung. Und wir sind gut, dass wir jetzt mit in den Ring sind. Du schuldest mir eine Story gut aus. Ansonsten muss in Kass und Klaus wieder bei dir vor der Tür stehen. Also, hast du das Geld? Seht ihr nichts, den Zucker aufgleich! Dann ist das eine lange Aktion, aber ich bin schon mit mir. Na? Nein. Okay, dann muss ich schon mal sehen. Hallo, danke! Ist das mal gut? Für die 10 Euro und mein Sexspielzeug. Danke, Anna. Noch eine von meinen Penner von Möbel. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Grace.
zweitmeisterschaft heute Abend. Das ist angesetzt auf eins. Das ist angesetzt auf einer Frau. Es handelt sich um ein Singles-Match und ich rufe zuerst zum Ringen aus Bremen. Mit einem Gewicht von 115 Kilogramm. Eine Größe von 1,80 Meter. Und als er das letzte Mal in Lübeck war, das weiß ich noch, da war er oben bis aufs Klo. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aus Bremen, meine Damen und Herren. Dennis Rosicki!
der Heizschule anfangen. Musst du erstmal aufhören. Schau mal ohne Blitz. Nimm die Treppe und dann kommt hier. Ja. 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 Du willst die Fans nicht sehen? Schöne Blutkasse! Stop!
four-way elimination match on the NBR Limit NXT Championship. Ihr habt es vorhin schon gehört. Vier Wrestler im Ring zu schalten nacheinander aus. Der Individualität ist der Limit NXT Titelträger. Und ich rufe die vier Kombatanten hiermit in den Ring. Zuerst, meine Damen und Herren, aus Corleone, Sicily, Italia, Corleone, Sizilien, Italien, mit einer Größe von 1,75 Meter, ein Gewicht von 70 Kilogramm, Vincenzo Cocotti. Yeah!
uns hier anfangen möchte, bitte kann ich Ihnen nicht zuschmeißen, auch keine Zeichen, das tut hier alles auf, und sind hier schon, wenn du so sagen kannst, und du lachst dich aus City mit der Nummer, mit der 69 Uhr. Thank you.
Pause. Das tut mir leid, dass wir so ein Ende sehen müssen. Ja. Ich kann jetzt im Moment auch gar nichts Genaues dazu sagen. Das muss ich mir im nächsten Tag nochmal drüber anschauen. Dann werde ich eine Entscheidung treffen. Und euch diese über die MBA TV News, die ihr vielleicht der eine oder andere auf Facebook kennt, bekannt geben. Also es tut echt, das ist Wahnsinn. Wir hoffen, dass es Martin Böcke so weit gut geht. Nun denn, die Show muss weitergehen. Und jetzt kommen wir zu einem doch erfreulicheren Grund. Und zwar möchte ich jetzt einen Mann in den Ring rufen, der wie kaum ein anderer die MBA in den letzten Jahren repräsentiert hat. Und zwar ist das der amtierende MBA-Champion Tim Wilstorf. Internationale Champion der NBA werden. Und ich die Hände in der Rockpage verprügeln kann. Bevor ich dazu komme, muss ich ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, eine kleine Geschichte erzählen. Ich
durch, ne? Vor 5 Jahren, nein, vor 6 Jahren, bin ich in dieser Halle in die MDA gekommen und war kein guter Junge. Richtig! Ja, ich war kein guter Junge. Ich war Manager von Steve Douglas. Wenn ihr niemand mal sagt, Steve Douglas war früher LDA-Champion. Fabio, genau. Früher. Dann kam eine Zeit, da wollte ich nicht mehr hin, richtig. Die Zeit hat mir gezeigt, dass egal, was für Probleme man hatte, ich hatte welche. Was hast du eigentlich gemacht? Kam ich in die Rede, hatte Probleme mit dem Humanitärbus, das Humanitärbus gesehen. Gib ich dir nachher nochmal. Was ist mit denen? Dann passiert etwas, was ich schon verletzt hatte in der Vergangenheit. So kannst du das lassen. Ich stand schon alleine da. Und ich bin froh, dass die AWM hier gekommen ist. Denn das, was ich hier sehe, ist absolut großartig. Denn wenn ich hier das sehe, ist es nicht. Mit der vollen Halle. Mit euch, lieben Zuschauer. Ständig auf den Teppich springen. Und deswegen bin ich noch stets
soll, dann wer soll dann zu diesem schwungen Girl? Wer soll dann zu uns, dass diese Eierköpfe die Girls zu üben? Ich verlasse es mir, den Patriotismus. Ich hatte doch den Slums auf dem Marzipan-Slums von Lübeck geholt. Ich habe mich ausgebildet. Ich habe mich groß gemacht. Dank mir, als Weltwerk International Champion. Und wie kannst du mir das? Glücklicherweise habe ich einen noch sehr guten Mitführer, der ein engagierter bin und sehr viel loyaler Arbeitnehmer als dich. Mein Name Rob Cage. Namen Heavyweight Champion. Und Rob Cage, im Gegensatz zu dir, schrieb er zu seinem Wort. Er hat mir hoffentlich versprochen, dass er dich wie das Stück Kot das Klo runterspülen wird, was du immer schon gewesen bist. Und ich sage das, Kenner, wenn das hier heute vorbei ist, dann werde ich vor mir knien, zu mir aufsehen und mich anflehen, wie ein bestimmtes Körperteil lutschen zu können. So, letztes Match
kleine Pause, meine Damen und Herren. Noch ein Singles-Match. Eine sechste wieder für einen Foul und gut zuerst zum Ring. Direkt von der A1, meine Damen und Herren. Mit einer Größe von 1,92 Meter. Gewicht von 124 Kilogramm. André Tracker. Dann möchte ich noch einmal auf die Klassenbildung gegenstellen, den oder auf die Wrestler zu Boden zu werfen, denn das Ganze hat sich als Kultusplatz für Wrestler zum Anfang negativ Medien bewerft. Es ist auch zu eurer leitenden Sicherheit schlecht zu unterlassen. Bleibstühle! Ja! So, kommt jetzt wieder gegen den kommt aus den Niederlanden. Ihr habt die Tour schon gesehen, ihr habt die Kreativbefehle. Aufstellen und dann haben wir den 1,92 Kilogramm. Leon! Hast du das schon übel?
Oh!
Problem, ne? Thank you.
25 Jahren, das ist gar nicht schlecht. Bevor jetzt ein kurzer Pause geht, zwei Sachen sollen noch. Erstens, sie haben auch gleich, richtig. Zum einen, gleich da oben einige der Wrestler-Figuren, Fotos, auch die anderen zur Verfügung gegangen sind. Wenn ihr jetzt packt, könnt ihr den einen oder anderen vielleicht mal anpassen, ich weiß es nicht. Ach, nein, nein, weiß ich nicht. Der Lust nach dem Stück durch den Abwechselfahrt, genau das haben wir in Basio und jetzt die